Unser kleines, aber feines Podcast-Radio hat Geburtstag. Wir feiern in diesem Monat unglaubliche 15 Jahre Detektor FM. Schön, dass ihr uns über kurz oder lang als Hörerinnen treu wart oder treu seid. Am Ende dieser Folge erzähle ich euch, wo wir zusammen anstoßen können. Geburtstage sind ja immer eine geeignete Gelegenheit, um auf das zu schauen, was hinter einem liegt und Bilanz zu ziehen. Deswegen wollen wir in dieser Folge von Mission Energiewende ein Stück rauszoomen und uns so ein bisschen mit der Grundidee hinter diesem Podcast beschäftigen, nämlich mit klimafreundlichem Journalismus. Was bedeutet das eigentlich? Wie funktioniert nachhaltiger Journalismus über die Berichterstattung hinaus? Und wie klimafreundlich ist Detektor FM eigentlich selbst? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund. Ich bin Ina Lebedjew. Danke, dass ihr mit uns feiert. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs. Ich habe es eben schon angeteasert, als Host von Mission Energiewende ist die Berichterstattung über Klima und Co. seit einigen Jahren mein Privileg und auch mein Daily Business. Bei klimafreundlichem Journalismus geht es aber nicht nur um die Berichterstattung, sondern eben auch um die Art und Weise, wie sie entsteht. Und dabei kann man einiges beachten. Was genau, das hat meine Kollegin Hanna Kröger zusammengetragen. Hallo Hanna, schön, dass du da bist. Hallo Ina. Von der Reportage über die Klimakrise bis zur Zeitung aus Ökopapier, was versteht man eigentlich alles unter nachhaltigem Journalismus? Auf der einen Seite versteht man unter nachhaltigem Journalismus die Inhalte, also tatsächlich Reportagen über die Klimakrise und alles, was damit zusammenhängt, oder eben unseren Podcast Mission Energiewende. Auf der anderen Seite kann man den Begriff aber auch so verstehen, dass damit die Arbeit von MedienmacherInnen gemeint ist. Also wie und wo recherchieren JournalistInnen, was machen Medienhäuser, um nachhaltiger zu arbeiten und so weiter. Bei klimafreundlichem, nachhaltigen oder auch grünem Journalismus handelt es sich nicht um einen klar definierten Begriff. Deswegen sprechen wir ja auch über ein sehr breites Feld. Okay, für diese Folge schlage ich vor, dass wir diese zwei Perspektiven, die du eben genannt hast, getrennt voneinander anschauen und erstmal genauer ansehen, wie klimafreundlicher Journalismus inhaltlich so funktioniert. Da wäre meine erste Frage, wo begegnet der uns überhaupt? Darüber habe ich mit Professor Dr. Alexandra Borchardt geredet. Sie ist selbst Journalistin und unter anderem Dozentin und Autorin. Außerdem war sie bis vor kurzem Co-Leiterin des Climate Explorer Fellowships, einem Pilotprojekt zur Ausbildung von KlimajournalistInnen. Sie sagt, dass es bei der Berichterstattung über Klimathemen vor allem auf die Zielgruppe ankommt. Je nachdem, wo die sich nämlich informieren, erwarten sie auch Informationen über beispielsweise die Energiewende. Und Borchardt plädiert deswegen für ein bisschen Klima in allen Ressorts. Wissen über Klima und Nachhaltigkeit unterzubringen, da wo die Menschen es vielleicht gar nicht erwarten, ist extrem wichtig. Und insbesondere auch bei Themen, die die Menschen emotional packen. Also zum Beispiel in der Sportberichterstattung ab und zu mal was unterzubringen. Ja, was für einen Fußabdruck haben Großereignisse? Oder in der Kulturberichterstattung ist es besser, wenn Taylor Swift durch die Gegend fliegt? Oder wenn Adele 10 Konzerte in München gibt und alle anderen Leute zu ihr hinreisen? Also solche Themen, ich glaube, da kann man Leute gut packen und auch interessieren für Klima und Nachhaltigkeit. Also letztlich überall dort, wo sie sich auch thematisch hinbewegen und aufhalten, so ein bisschen Klima dazu zu tun und so ein bisschen Nachhaltigkeit ist nach meiner Einschätzung effektiver, als wenn man das in der ganz großen Fachbubble lässt. Wir bei Mission Energiewende fragen uns auch immer wieder, wie wir Menschen für Klimathemen begeistern können. Wir versuchen zum Beispiel einfach nah an den Leuten zu sein, die uns hören, sowohl thematisch als auch in der Art, wie wir Podcasts machen. Laut Alexandra Borchardt machen wir damit schon mal einiges richtig. Sie hat mir nämlich erklärt, was es braucht, damit Menschen sich von Klimathemen angesprochen fühlen und sich vielleicht sogar nachhaltiger verhalten, indem sie weniger Fleisch essen zum Beispiel oder öfter mal auf eine Flugreise verzichten. Also erstens mal, es muss was mit dem Leben der Menschen zu tun haben. Menschen reagieren am stärksten auf Berichterstattung, die was mit ihrem täglichen Leben, ihrer Alltagserfahrung zu tun hat. Also nicht so es so als Thema, was ganz weit weg ist, positionieren. Dann wird ja viel darüber gesprochen, dass es nicht so negativ sein darf. Das kommt natürlich drauf an. Manche Dinge muss man so drastisch darstellen, wie sie sind. Aber wenn man wirklich nur Menschen
Angst macht, dann neigt sozusagen das Gehirn dazu, in den Fluchtmodus zu gehen. Und dann möchte niemand mehr das wirklich an sich ranlassen. Also eher auch konstruktive Berichterstattung, die Lösungen aufzeigt, die den Menschen auch das Gefühl von, das englische Wort ist Agency, das deutsche Wort ist ein bisschen komplizierter, Selbstwirksamkeit gibt. Das ist einfach wichtig, dass die das Gefühl haben, sie können vielleicht auch was tun und es gibt Lösungen und es gibt auch Fortschritt. Ja, dann ist es so, dass es auch wirklich wichtig ist, Menschen eine Zukunft auszumalen, die nicht nur negativ ist. Wir haben in der Klimaberichterstattung ein sehr, sehr negativ geprägtes Vokabular. Da geht's um Kosten, da geht's um Opfer, da geht's um Einschränkungen, da geht's um Verlust. Und also wenn Menschen immer nur mit diesen Begriffen torpediert werden, dann sagen sie, ja, damit will ich nichts zu tun haben. Also wenn man auch mal sagt hier, es gibt wirklich große Vorteile, also zum Beispiel Unabhängigkeit von der zentralen Energieversorgung ist ja auch politisch ganz gut. Es gibt saubere Luft, es gibt weniger Lärm. Wie könnte unsere nachhaltige Zukunft aussehen? Also das so positiv darstellen oder einfach mal ein Bild ausmalen, wo wir denn uns hinbewegen, ist wirklich wichtig. Ach, da muss ich direkt an die Superblocks denken, über die wir letztens berichtet haben. Weniger Unfälle, bessere Luft, weniger Krach. Das ist bei mir voll hängen geblieben, ohne dass ich jetzt nachschlagen müsste, wie das nochmal war. Den Link zu der Folge packen wir euch natürlich in die Shownotes. Darüber hinaus hat Alexandra Borchert betont, wie entscheidend Vorbilder sind. Menschen ändern ihr Verhalten nämlich am ehesten, wenn ihr direktes Umfeld und ihre Peergroup ähnliche Schritte geht. Das heißt, es wirkt oft stärker, wenn bekannte Role Models oder Leute aus der eigenen Lebenswelt zeigen, dass Veränderungen möglich sind bzw. kein großer Schritt. Die Menschen, die die Message rüberbringen, sind oft wichtiger als die eigentliche Botschaft. Mission Energiewende ist ja auch ein Podcast, bei dem es auch des Öfteren mal darum geht, wie wir selbst Dinge in unserem Alltag verändern können, auch im Kleinen. Es gibt Folgen zu veganem Leder, zu einem Laden, der Babysachen verleiht, zu nachhaltigen Fahrradhelmen. Siehst du es als unsere Aufgabe an, dass wir das Verhalten von Menschen ändern? Also wenn es möglich ist, dann freue ich mich ehrlich gesagt, wenn wir Menschen zum Nachdenken anregen und inspirieren können mit unserem Podcast. Mir selbst geht es ja auch so. Ich mache das ja auch schon seit ein paar Jahren, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige. Und hättest du mir vor 5, 6 Jahren gesagt, dass ich meinen Alltag mit Familie mal ohne Auto bestreite zum Beispiel, hätte ich das wahrscheinlich auch eher nicht geglaubt. Also die Dinge, mit denen wir uns befassen, mit denen wir uns beschäftigen, die wirken ja auch noch nach. Und andererseits denke ich mir, sollten wir Journalistinnen uns auch nicht so wichtig nehmen. Also ich hoffe, dass wir was verändern und gleichzeitig ist auch so viel los in der Welt, dass ich auch gut verstehen kann, wenn Leute sagen, dass sie einfach im Moment ganz andere Sorgen haben. Vielleicht auch ein spannender Blick hinter die Kulissen für Menschen, die nicht aus der Journo-Bubble kommen. Alexandra Borchert hat mir erzählt, dass bei dem Thema gar nicht so viel Einigkeit herrscht unter JournalistInnen. Ja, das ist ein umstrittenes Thema, sollte man gar nicht meinen. Aber tatsächlich habe ich auch in der Forschung bei den Interviews Journalisten erlebt, die gesagt haben, das ist nicht unser Job. Unser Job ist, die Fakten zusammenzutragen und die Konsequenzen müssen die Menschen selber draus ziehen. Alexandra Borchert findet, dass die Verantwortung von Journos weitergeht, weil es eben um was geht. Es handelt sich hier um eine ganz große Bedrohung für die Menschheit. Also das World Economic Forum, was ja sehr wirtschaftsorientiert ist, hat ja gerade in diesem Jahr wieder festgestellt, die 4 größten Risiken mittelfristig, also über die kommenden 10 Jahre, die sind alle letztlich mit dem Thema Klima, Umwelt, Nachhaltigkeit und so weiter verbunden. Und da ist es auch die Pflicht des Journalismus, Menschen über diese Risiken aufzuklären und ihnen auch Handreichungen zu geben, wie sie ihr Verhalten ändern können oder sollten und wie sie Entscheidungen treffen können für sich und ihre Familien, ob die Menschen es dann tun oder nicht. Das bleibt denen immer noch überlassen, aber dazu einfach zu schweigen wäre, ja, das wäre auch fahrlässig. Borchert macht aber auch darauf aufmerksam, dass Unternehmen mehr Impact haben als einzelne Personen. Natürlich geht es auch nicht nur darum, dass Individuen ihr Verhalten ändern. Wir wissen alle, dass es große wirtschaftliche Interessen gibt und dass da die viel größeren Hebel sind, was zu bewegen, aber auch in Unternehmen arbeiten Menschen, auch Manager und Managerinnen sind Menschen, die beeinflussen wiederum Politiker. Also man kann das gar nicht so losgelöst sehen vom individuellen Verhalten zu dem Verhalten von großen Entscheidungsträgern oder Institutionen. Insofern das eine bedingt das andere. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Sport, Wirtschaft, Unterhaltung. Wir haben eben schon erfahren, es wäre klug, wenn ein bisschen Klimathema sozusagen in jeder Berichterstattung stecken könnte. Wenn man so will, kommt man als Journalistin heutzutage eigentlich auch nicht mehr um das Thema drumherum. Man sollte also meinen, die Medienbranche kenne sich aus. Das bringt uns zur zweiten Perspektive auf klimafreundlichen Journalismus und die Frage, wie geht nachhaltiges Arbeiten in der Medienbranche? Darüber habe ich mit Florian Sturm gesprochen. Er ist freier Journalist und hat sich mit dem Forschungsprojekt Keen Creators mit der Frage auseinandergesetzt, an welchen Stellschrauben Medienunternehmen drehen können, um ihre Arbeit nachhaltiger zu machen. Ich wollte von ihm wissen, wo Medienorganisationen da am besten ansetzen können. Ich habe mich dadurch, dass ich aus dem Printbereich komme, vor allen Dingen mit den Printmagazinen und Printmedien auseinandergesetzt. Und da ist es tatsächlich so, dass der Bereich Druck, Papier, Farbe den größten Anteil ausmacht, aber das ist natürlich nicht der einzige. Also es fängt an beim Büromaterial in den Redaktionen über die Kantine. Was macht die mit den Lebensmittelabfällen? Ist die bio, ist die regional, ist die saisonal? Der Stromanbieter von der Zustellflotte und so weiter und so fort. Also es gibt ganz, ganz viele Bereiche, in denen Medienunternehmen was machen können. Ein großer Aspekt ist auch die Reisetätigkeit. Es gibt bestimmte Medienhäuser, die beispielsweise Inlandsflüge in einem bestimmten Radius, ich weiß nicht, ob sie es untersagen, aber sie raten auf jeden Fall davon ab, beziehungsweise es muss schon einen sehr guten Grund geben. Aber auch da muss man sagen, die Bahn ist zwar eine gute Alternative, aber gerade so für Breaking-News-Situationen ist es jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Also da muss man dann bestimmt auch Abstriche machen. Ich habe vor der Aufnahme schon mal ein bisschen im Netz geschaut. Auf der Website von Keen Creators werden die Maßnahmen, die Florian Sturm da anspricht, in die Bereiche Leute, Produkte, Gebäude und Logistik eingeteilt. Das heißt, vom Arbeitsweg der Mitarbeitenden bis zum Strom im Redaktionsgebäude gehören zu einem durchdachten Nachhaltigkeitskonzept alle Bereiche eines Unternehmens, so wie in anderen Branchen halt auch. Ja, du hast es ja gerade gesagt, diese Herangehensweise und beispielsweise die Umstellung auf Ökostrom, das kann man ja auch super auf andere Unternehmen übertragen, die eben nichts mit Medien zu tun haben. Was sind denn da vielleicht noch Besonderheiten, die es im Journalismus gibt? Florian Sturm hat das ja eben schon ein bisschen angerissen. Anders als andere Branchen sind Medienunternehmen regelmäßig mit Breaking-News-Situationen konfrontiert. Das bedeutet, irgendwo passiert etwas auf der Welt und ReporterInnen werden losgeschickt, um für gesicherte Informationen zu sorgen, wie zum Beispiel bei plötzlichen Überschwemmungen. Diese Reisen dann nachhaltig zu gestalten und die Bahn anstelle des Fliegers zu nehmen, könnte dann natürlich auch dazu führen, dass es länger dauert, an O-Töne oder an Bildmaterial zu kommen. Genau. Ich habe Florian Sturm deswegen gefragt, ob das bedeutet, dass wir Abstriche, zum Beispiel hinsichtlich der Aktualität von Nachrichten, machen müssen, wenn wir nachhaltigen Journalismus wollen und wie Medienunternehmen mit solchen Situationen umgehen können. Ich glaube, das ist keine Frage, ob man nachhaltigen Journalismus in Gänze möchte, sondern ob man versucht, irgendwie Klimaverantwortung dort zu übernehmen, wo es denn möglich ist. Also ich habe im Rahmen dieses Stipendiums mit Expertinnen von der New York Times, der Taz oder und so weiter gesprochen. Und gerade in Breaking-News-Situationen ist es eben so, dass man schnell vor Ort sein muss. Aber das sind, wenn man diesen großen Kosmos der Medienproduktion anschaut, wirklich die Ausnahmen. Und deswegen gibt es ganz, ganz viele andere Situationen und Szenarien in der Medienproduktion, wo man eben entschleunigter und auch klimabewusster und klimaverantwortlicher reisen kann. Und wenn man dann eben doch ins Flugzeug steigt, gibt es ja Methoden und Möglichkeiten, diese Klimaverantwortung dann trotzdem zu übernehmen. Wie das aussehen kann, wenn Medienunternehmen Klimaverantwortung übernehmen, das hat mir Florian Sturm im Verlauf unseres Gesprächs dann auch noch anhand eines Beispiels erklärt. Und zwar auf die Frage hin, ob die Medienbranche in puncto Nachhaltigkeit genug tut. Also es gibt Medienhäuser und Verlage, die sind auf einem sehr guten Weg. Unter anderem würde ich sagen Funke, weil sie eben auch ein punktuelles beziehungsweise ein graduelles Ziel haben. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube, die wollen bis 2035 oder so einen bestimmten Anteil an CO2-Emissionen einsparen. Und das wollen sie eben erreichen
durch nicht wie andere große Medienunternehmen, die billige Zertifikate kaufen und mir selber in Interviews schmunzelnd und wohlwissend gesagt haben, dass diese Zertifikate zu einem Witzpreis verkauft werden, sondern Funke, die machen das beispielsweise dadurch, dass sie Emissionen im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr reduzieren und dieses Geld, was sie dort investieren, um diese Maßnahmen, um diesen CO2-Impact zu reduzieren, investieren sie eben nicht in Zertifikate, sondern in Technologie und Investitionen in Reduktionsmaßnahmen. Und da ist Funke, wie gesagt, schon auf einem ganz guten Weg. Aber grundsätzlich sehe ich da noch relativ viel Handlungsbedarf, weil es eben punktuelle Lösungen sind, die nicht wirklich branchenübergreifend beziehungsweise flächendeckend in der Branche angewandt werden. Wir haben jetzt viel über MedienmacherInnen geredet. Welche Möglichkeit haben eigentlich MedienkonsumentInnen, nachhaltige Produktionen zu unterstützen? Na, als Konsument oder Konsumentin ist man ziemlich auf sich allein gestellt. Also man muss quasi selbst zu ReporterInnen werden und recherchieren, welche Medienhäuser und Redaktionen nachhaltig arbeiten. Das bedeutet nachfragen und im Zweifel auch Druck ausüben. Außerdem können KonsumentInnen natürlich Verbände oder Initiativen unterstützen, die nachhaltigen Journalismus fördern. Die Hauptverantwortung, sagt Florian Sturm, liegt aber natürlich bei den Medienschaffenden. Der Journalismus ist eine Branche, die ganz, ganz viele Lösungen kennt, weil sie über grüne Lösungen und Nachhaltigkeitslösungen berichtet, aber eben selber sehr, sehr wenig macht. Und da sehe ich den Journalismus in der Verantwortung, dass mehr passiert und eben auch, dass freie Mitarbeitende in diese Strategien mit einbezogen werden, weil die fallen ganz häufig hinten runter. Das System aus festen und freien Mitarbeitenden ist für die Medienbranche ja sehr typisch. Das bedeutet, dass JournalistInnen in Redaktionen arbeiten, aber eben nicht fest angestellt sind, sondern als AutorInnen für einzelne Aufträge bezahlt werden. Ja, so wie ich für diese Folge von Mission Energiewende. Absolut. Ich kenne es ja auch. Ich habe auch mehr als 10 Jahre als feste Freie gearbeitet. Du hast im Vorgespräch angedeutet, dass Florian Sturm da einen Vorschlag hat. Ja, genau. Er fordert nämlich, dass die Arbeit von freien Mitarbeitenden in die Öko-Konzepte von Redaktionen aufgenommen werden sollen. Er hat zusammen mit 4 JournalistInnen den Verein Committed Media gegründet und einen Rechner für FreelancerInnen entworfen, mit dem sie ermitteln können, wie viel CO2 durch ihre Arbeit erzeugt wird. Die Grundidee ist folgende. Und zwar, als wir uns das überlegt hatten, war uns bewusst, dass dieses Thema Klimaverantwortung, CO2-Bewusstsein, CO2-Fußabdruck in relativ viele Bereiche des alltäglichen Lebens schon vorgedrungen ist, beim Einkaufen, beim Postversand, beim Urlaub, aber eben zumindest in unserer Branche noch nicht wirklich da oder in dem Bereich, in dem wir die meiste Zeit des Tages verbringen, und zwar ist es die Arbeit. Und als ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen beziehungsweise Gleichgesinnte zu suchen, ist uns aufgefallen, dass etliche Medienhäuser Nachhaltigkeitsstrategien haben, aber eben diese meistens beim Pförtner, bei der Pförtnerin aufhören. Und die Leute, die den größten Content produzieren oder den meisten Content, fallen da eben hinten unter. Und deswegen wollen wir für Freie, aber auch ganz klassisch für Redaktionen die Möglichkeit nutzen, diesen CO2-Fußabdruck, diesen CO2-Impact von journalistischer Arbeit zu bilanzieren und dann eben entweder für Freie selber oder durch die Übernahme der Kosten von Redaktionen diesen Klimabeitrag dann zu übernehmen. Okay, und was passiert mit dem Klimabeitrag? Das Geld wird in einen Fonds eingezahlt, der von der Klimaschutz-Plus-Stiftung e.V. treuhänderisch verwaltet wird. Die Beitragszahlungen werden dabei in 2 Runden investiert. Erst in erneuerbare Energien in Deutschland und die Erträge daraus werden genutzt, um transformative Projekte zu unterstützen. Welche das sind, kann man dann mitbestimmen, wenn man selbst in den Fonds eingezahlt hat. Okay, und über wie viel Geld sprechen wir da? Ich habe meinen Beitrag für die Folge mal ausgerechnet und komme auf 1,38 Euro. Und die Rechnung dabei ist folgende. 3 Tage Homeoffice plus die Fahrt mit den Öffis zur Aufnahme in die Redaktion sorgen für insgesamt 5,82 Kilogramm CO2-Äquivalente. Durch die Angabe in CO2-Äquivalenten wird die unterschiedliche Wirkung von verschiedenen Treibhausgasen berücksichtigt. Sie werden dann so umgerechnet, als wären sie CO2. Und 5,82 Kilogramm ergeben dann eben laut dem Rechner 1,38 Euro, die ich als Klimabeitrag leisten müsste. Florian Sturm hat mir erklärt, dass dieser Wert aber nicht hundertprozentig genau ist, sondern warum die Rechnung auf Durchschnittswerten beruht. Also wir haben bewusst, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, diesen Rechner zu konzipieren, überlegt, wie detailliert soll der werden, weil es gibt schon einen ähnlichen Rechner für TV-Produktionen, der ist aber ungefähr so umfangreich wie eine Steuererklärung und dann macht es eben auch niemand. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, in Zusammenarbeit mit Klimaaktiv,
diesen Rechner relativ simpel zu halten und mit Durchschnittswerten zu arbeiten. Und Klimativ, die haben da so viel Erfahrung da drin. Ich denke, dass es gerade was Strom angeht beispielsweise, in Deutschland vielleicht einen anderen Energiemix, einen anderen durchschnittlichen Energiemix als in Frankreich oder Polen gibt. Aber die Werte sind so, oder die Unterschiede sind im Vergleich zu den Durchschnittswerten vermutlich relativ gering, sodass da eigentlich schon ein ganz gutes Ergebnis bei rauskommen sollte. Die Idee ist, wir haben es jetzt eben schon gehört, dass die JournalistInnen den Beitrag im besten Falle an die Redaktionen weitergeben und nicht von ihrem Honorar abziehen müssen. Genau, und das habe ich natürlich auch probiert und unseren Geschäftsführer Christian Bollert gefragt, ob Detektor FM meinen Klimabeitrag für diese Folge übernimmt. Und ja, mein zugegeben sehr kleiner Betrag wird, Zitat, selbstverständlich übernommen. Puh, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Nein, das sieht ihm auch ähnlich. Ich hätte es jetzt auch nicht anders erwartet. Aber das bringt uns zurück zum Anfang der Folge und zu der Frage, wie schlägt sich Detektor FM in Sachen klimafreundlicher Journalismus? Inhaltlich, so viel kann ich sagen, werden Klimathemen nicht nur in diesem Podcast, sondern natürlich auch in verschiedenen anderen Formaten von uns regelmäßig besprochen. Das mit den in Anführungszeichen grünen Themen klappt also schon mal 1A. Was hast du denn sonst noch mitgenommen aus dieser Folge? Ja, ich fand ganz spannend, auch nochmal zu rekapitulieren, dass es tatsächlich eine Debatte gibt um diese Frage, wie viel Einfluss haben wir, sollten wir beeinflussen, wollen wir was bewegen, ne, oder eben nicht. Und was mir auch im Gedächtnis geblieben ist, ist diese Positivität, dass die sich tatsächlich auch auf einzelne Begriffe bezieht. Also tatsächlich denke ich, dass wir oft in diesem Podcast sprechen von Verlust, von Opfern, von, ne, also dass wir negative Formulierungen verwenden. Und ich glaube, da werde ich in den nächsten Skripten auf jeden Fall nochmal mehr darauf achten, dass wir da ein bisschen vorsichtiger damit sind und nicht so viel damit rumwerfen. Ja, bleibt also die Frage, wie steht es um unsere Arbeitsabläufe? Sind die klimafreundlich? Auch mit dieser Frage habe ich mich an Christian Bollert gewandt. Wer sollte es denn auch besser wissen? Und er hat sich Zeit genommen und mir erklärt, was Detektor FM macht, um klimafreundlich zu arbeiten. Wir hier beim Podcast Radio Detektor FM, wir schauen eigentlich seit unserer Gründung vor 15 Jahren, dass wir möglichst klimasensibel arbeiten. Und dazu gehören ganz viele verschiedene Dinge. Also wir nutzen beispielsweise Server, die besonders energieeffizient sind. Wir haben den Papierverbrauch in den letzten Jahren deutlich reduziert, beziehen seit Jahren schon Ökostrom und wir haben gar kein Firmenauto beispielsweise. Dafür aber ein Lastenrad und wir nutzen standardmäßig als Verkehrsmittel für längere Reisen die Bahn. Ich persönlich bin übrigens seit dem Jahr 2017 gar nicht mehr geflogen und vermeide aktiv Flugreisen. Wir bilden außerdem und zusätzlich unsere Mitarbeitenden zu dem Thema weiter. Ein Kollege hat beispielsweise neulich eine Fortbildung zum Thema Green Production und Green Filming absolviert. Machen wir die Klammer zu. 15 Jahre Detektor FM und ich würde sagen, viele Punkte auf der Checkliste für nachhaltigen Journalismus haben wir erfüllt oder erfüllen wir mit unserer Arbeit. Natürlich geht es immer besser und ich habe auch so ein paar Punkte im Hinterkopf, an welchen Stellen wir noch drehen könnten. Aber um es positiv auszudrücken, so wie wir es heute gelernt haben, wir und viele andere MedienmacherInnen sind auf dem richtigen Weg. Also auf die nächsten 15 Jahre mit Detektor FM und damit auch auf weitere 15 Jahre mit Klimathemen, Ökostrom und Lastenfahrrad. Meine Kollegin Hanna Kröger hat mit der Medienforscherin Professor Dr. Alexandra Borchardt und dem Journalisten Florian Sturm gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche, Hanna, und für das Gespräch. Ja, und ich habe am Anfang dieser Folge ja etwas versprochen, nämlich wir feiern unseren 15. Geburtstag auch angemessen. Und das machen wir natürlich mit Lieblingsmenschen und mit Lieblingsmusik. Deswegen haben wir zwei Bands eingeladen, die euch und uns im Musikprogramm von Detektor FM regelmäßig den Tag versüßen. Umschat und Migre Martin. Außerdem freuen wir uns auf Ulf Burmeier, der mit uns über den Erfolg von Der Lage der Nation sprechen wird. Mehr Informationen und Tickets, die gibt's unter detektor.fm/15-Jahre. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und das war Mission Energiewende, der Klimapodcast von Detektor FM für diese Woche. Die Redaktion für diese Folge hatte Julia Segers, Produktion Noah Schulz. Und ich bin Ina Lebedjew und sage Tschüss und bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie.
für zu Hause und unterwegs.